der Station denke ich eigentlich immer an so eine Krankenstation. Ist damit wohl nicht gemeint. Ist ein alter Nagel. Tja, Vincent ist gerade nicht da. Wenn er hier nicht ist, dann müsste er theoretisch gesehen im Versteck sein. Aber ist es nicht Nacht, dürfte er eigentlich nicht da sein. Aber ist die Quest ist nicht aktiv. Ob ich den überhaupt ein finden Hexer kann? Versteckt eure Frau. Genau. Aber wie komme ich jetzt ins nächste Kapitel quasi? Beziehungsweise muss ich wirklich nur mit. Kann ich nur mit Siegfried darüber sprechen? Was wird danach passieren? Steht es dann in Stein gemeißelt? Ob ich mit dem Orden eine Sache mache oder ob ich vielleicht doch mit Yavin auch noch mal sprechen könnte. Was ich blöd finde, ich muss immer in die Kloaken und dann darüber. Immer dreister. Ein Ungeheuer hat am Kaufmannstor einen Apotheker und dessen Lehrling getötet. Ob er damit vielleicht sogar den Werwolf meint, Vincent Mais? Er kann es nicht kontrollieren mehr. Wäre eine Möglichkeit, oder? Ich liebe den Geruch von... Ah ja, es ist ein ordentlicher Regen. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. Es kommen natürlich auch wieder Ertrunkene, weil viele Überreste hier liegen.
lange hält der denn an eigentlich? Weil eben sah das ja nicht so aus wie jetzt gerade, ne? Ach Mist, wie komme ich denn da überhaupt hin nochmal? Von hier aus komme ich ja gar nicht mehr hin. Bin ja über, also in der Animation ist er ja irgendwo rübergesprungen. Städtische Kloaken. Leider keine Ahnung mehr. Ach, ist das ärgerlich. Mehr als ärgerlich. Ah ja, die greifen mich an, deswegen geht die da wieder weg. Achso. Aber so schnell. Kann man mal sehen, wie schlecht ich in dem noch ausgestattet bin. Hexer Geralt, ich bin überrascht, euch leben zu sehen. Ich muss mehr sparen. Hexer Geralt, ich bin überrascht, euch leben zu sehen. Was können wir mit dem Schlüssel machen? Hatten wir in der Kloake, in dem Versteck der Salamandra irgendwie noch eine Tür, die verschlossen war? Oder
Ja, wo im Sumpf haben wir jetzt gerade eben alle erledigt, aber die spawnen nach, weil das keine offizielle Quest, glaube ich, war. Hier haben wir erledigt. Weißt du was, wir gehen einfach jetzt stumpf zu Siegfried und bitten den Orden um Hilfe. Vielleicht taucht Yavin ja dann auf. Wer weiß. Ist aber mein Inventar, muss ich einmal vorher noch eigentlich einmal kurz aufräumen. Vincent haben wir ja auch nicht gefunden. Heute hat es wirklich nur geregnet, ne? Auch keiner. Ja, toll. Wenn man sich dann entschlossen hat, mit Siegfried darüber zu sprechen, ist er natürlich wieder nicht da. Ja, typisch. Hat so gut angefangen eigentlich, dass wir die Quest erledigen konnten und dann das. Bleibt merklich nur noch Eis übrig. Es hat keinen Sinn, den Nächte zu verfluchen. Ja? Was war das denn für ein Gestöhne? Und er regnet immer noch. Hä? Man muss nur meckern, ne? Dann ist alles wieder in Ordnung.
Seid gegrüßt. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen, aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexe. Liebe kann Berge versetzen, aber... Es muss wahre Liebe sein. Eins, zwei, drei. Wow, okay. Geralt von Riva, auch genannt Hermes der Götterbote, mit halt Liebe überall. Ich gehe zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist so schlecht, ein alter Narr. Ich verhungere. Ich sagte, dass ich hier schon. Mag ich jetzt nicht, was ich jetzt tue, aber... Geralt! Wie geht's dem Bein? Ach, bestens. War nur ein Kratzer. Alles in Ordnung. Ich bekomme einen Orden, weil... Verstehe. Ihr kämet auch in Frage, aber... Nein. Das verstehe ich. Ja? Ich hätte da einen Vorschlag. Wollt ihr mir helfen, die Salamandra zu vernichten? Wie? Ich habe mächtige Freunde... Die wissen, wie man sie vernichten kann. Ist das irgendein politisches Komplott? Siegfried, ihr habt mir auch bei der Bank vertraut. Na gut. Einzelheiten? Die Taverne Neu-Narrakord. Kommt heute Abend dorthin. Ich werde da sein. Wartet auf unser Signal. Euer Haar ist weiß wie Milch. Wie kommt das? Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Ja. Ich muss mehr sparen. Alpfangzähn? Ist denn Fangzähn? Wie kann ich euch helfen? Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Orens. Ja, 150 Euro für einen Zahn ist es mir wert gewesen. Und was ist das? Die schläft wieder. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern.
Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vizima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Aha. Na gut. Ich schaue später vorbei. Ja, genau das habe ich befürchtet. Genau. Das habe ich befürchtet. Ich soll mich vorbereiten und Triss aussuchen. Heißt, wir müssen vorher, müssen wir noch einmal mit Carmen sprechen, aber das müssen wir nach einer Zeit machen. Dann müssen wir den im Sumpf, müssen wir den Wiewernkopf finden. Wir müssen den Wolfkopf müssen wir holen. Damit wir das endlich mal hinkriegen. Ohne Vertrag haben wir sowieso schon wahrscheinlich Bett. Oh Mann, ey. Den können wir irgendwie auch nicht finden. Auftraggeber. Oha, oha, oha. Das heißt, wir haben noch einiges zu versuchen zu erledigen. Und für heute soll der Stream, die Aufnahme vorbei sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. in dem nächsten Stream wieder. Schreibt es in die Kommentare, wie wir da weiter vorgehen sollen, wenn ihr das möchtet. Ja, bis zum nächsten Mal mit Gerald von Rima für Witcher 1 Live LP von Twitch für YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.